Meine Lieben, wir schauen rein. Es gibt ein paar explosive Konstellationen. Ich hätte beinahe gesagt, die Sterne wetzen die Messer, aber das darf man so gar nicht mehr sagen, glaube ich. Auf jeden Fall wird es nochmal heikel Richtung Wochenende, deswegen das Video jetzt wichtig für euch, die Allbotschaft der Sterne. Ja, wir laufen auf so ein paar kritische Momente hin, deswegen ist es wichtig, dass wir nochmal miteinander sprechen und auch den Blick in den Himmel sozusagen richten. Jetzt sehe ich gerade, ich habe im Hintergrund die Spülmaschine gerade aufgemacht, damit die ausdampft. Egal, so, that's life, that's the life of a houseboy, ja. Und von daher, so ist es halt. Ich habe morgen schon gebügelt. Und mit den Hunden gehe ich auch gleich nachher nochmal die zweite große Runde. Ja, so ist es halt, Leute. So sieht halt hier ein Alltag aus, ne? Aber es kennt ihr ja wahrscheinlich alles. Man ist ja froh, dass man eine Spülmaschine hat, ne? Okay. Technisch könnte es natürlich tatsächlich zu dem einen oder anderen schwierigeren Moment kommen, weil Uranus ja auch nochmal in die Rückläufigkeit geht, aber keine Angst und Panik. Uranus ist ganz oft rückläufig und vor allem immer für eine lange Zeit. Sollten wir uns also nicht direkt die große Angst- und Panikmache hier jetzt ausbrechen. Und deshalb schauen wir jetzt einfach mal in das Horoskop rein, muss ich gerade mal einblenden. So, da haben wir es. Die aktuellen Konstellationen. Und da sehen wir, dass der Uranus in der Rückläufigkeit ist und sich mit dem Merkur in ein Quadrat stellt. Das führt nochmal zu technischen Problemen, Ausfällen, Verspätungen, also alles, was. Vor allem bei der Bahn wird es nochmal richtig reinbrezeln die kommenden Tage. Ich denke, da wird es nochmal ein bisschen mehr Chaos geben. Vielleicht lesen wir auch darüber in den kommenden Tagen etwas. Das ist so eine typische Geschichte, die die Bahn betrifft im Übrigen. Ja, generell natürlich jetzt eh nicht die super Zeit für Reisen oder Ähnliches unter dem Quadrat. Es ist so, dass sich hier einfach, ja, wie möchte ich sagen, die kommenden Tage ein bisschen was aufbauen wird. Gerade eben nochmal auch mit dem Merkur, der läuft nämlich hier, ihr seht es, dann zum Wochenende hin in dieses, in diesen Aspekt auf den Mars drauf. Und das ist so ein Messerschärfen, das muss ich einfach sagen. Da können nochmal Attacken kommen, da können nochmal verbale Auseinandersetzungen auf uns zukommen. Vielleicht werden wir auch nochmal von Attentaten in ähnlich diesem Bereich hören, weil Uranus eben auch noch mit dabei ist. Das heißt, ich würde definitiv im Moment von Großveranstaltungen eher abraten, die nicht wirklich ja, abgesichert sind. Das haben wir jetzt auch schon oft genug gehört, dass man ja bei vielem gar nichts machen kann, ne? Und auch nichts daraus lernen kann. Das hat ja, habe ich auf einem anderen Kanal kommentiert, was da Frau Esken ja gesagt hat. Könnt ihr euch gerne auch mal anschauen, meine Meinung dazu. Da bin ich sehr unverblümt drin. Also das wird auf jeden Fall schwierig. Wir haben nämlich dann parallel noch zu diesem Aspekt die Sonne attackiert von Jupiter und von Saturn. Und das ist alles am Wochenende. Das bedeutet, als der Jupiter Quadratsonne und Sonne Saturn, dass es hier tatsächlich mit Gewalt einhergehen kann, dass wir nochmal Kriegsnachrichten bekommen, die erschütternd sein werden. Und ja, das wird alles nicht ganz so super easy sein. Wenn ich mir auch noch ein bisschen den Mondlauf anschaue, der ja auch noch dann mit dabei ist. Ne? Wir haben ja hier dann nochmal die Mondspannung hier drauf. Allerdings, Achtung Leute, der Mond geht über die Venus in der Waage. Das ist natürlich ein Liebeshighlight. Donnerstag, am Donnerstag haben wir hier ein absolutes Liebeshighlight drin stehen. Das ist richtig gut für schicksalhafte Verbindungen, für Seelenpartnerschaften, für Partnerschaften, die euch berühren, wo ihr eine Vorgeschichte habt. Die Mondknotenachse ist beteiligt. Das heißt, es sind karmische Prozesse, die hier positiv ausgelöst werden. Das heißt, auch eine Sehnsucht wird sich hier erfüllen und das ist doch mal richtig schön. Auf politischer Ebene kann das aber allerdings auch nochmal Skandale enthüllen, die kommen. Also wir werden wahrscheinlich wieder mit ganz wirden, kruden politischen Aussagen konfrontiert werden, weil wir die Vindimiatrix noch mit dabei haben. Und das, ja, das wird an uns als Volk sozusagen herangetragen werden. Bleiben wir gespannt.
Neptun ebenfalls in der Spannung mit dem Mars. Und im Quinkungs dann noch auf den Merkur drauf. Das sind hier auch nochmal Überschwemmungen, heftige Gewitter. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, ja, kann hier nochmal ganz klar in den Vordergrund treten. Also wir erinnern uns, wir hatten eine ähnliche Konstellation bei der Ahrtal-Katastrophe gehabt. Also das ist jetzt nochmal so ein bisschen in der Wiederholung drin. Wir haben ja Neptun auch noch in den Fischen stehen, Mars ebenfalls dann in einem Wasserzeichen drin, und das bestärkt das Ganze noch, dass hier also tatsächlich nochmal Naturgewalten auftauchen können, die jetzt in den kommenden Tagen, respektive ab heute bis zum Sonntag, nochmal ganz stark in den Fokus, in den Mittelpunkt rücken können. Und da sollten wir ein bisschen gewappnet sein, vor allen Dingen, wenn ihr halt einfach auch in einer Gegend wohnt, wo das einfach häufig der Fall ist, dann wappnet euch schon mal ein bisschen oder stellt euch ein bisschen drauf ein, dass da tatsächlich von Starkregen bis Überschwemmungen irgendetwas in dieser Richtung tatsächlich eben kommen kann. Meine Güte, ich rede heute Morgen hier so schnell, es ist ja der Wahnsinn. Also das sind auf jeden Fall mal so die Grundenergien, die einfach da sind. Aber Sonntag haben wir nochmal ein ganz tolles Liebesdreieck aktiviert, nämlich Venus, Trigon, Jupiter und der Mond im Trigon noch mit dabei. Also das ist eine ganz schöne Konstellation, ja. Und da lassen wir uns von diesen Liebesenergien, die da kommen zum Wochenende und zum Sonntag, mal richtig schön beregnen, ja. Und das wird richtig positiv sein. Vor allen Dingen können sich auch die Singles da draußen wirklich mal das Wochenende vornehmen, sich ein bisschen zu zeigen und ein bisschen rauszugehen und ja, wieder ein bisschen mehr Aktivität zu leben oder Aktivität überhaupt ins Liebesleben reinzubringen oder Chancen eben auch einzuräumen, jemanden kennenzulernen. Also das ist auf jeden Fall gerade Samstag, Sonntag richtig, richtig positiv. Ohnehin in dieser Neumondphase, ich habe es im großen September-Video gesagt, sind viele Neustarts möglich. Und wir kommen in eine goldene Merkurphase rein. Das heißt, dass wir jetzt überraschende Gewinne kommen können, finanzielle Klarheit bekommen werden, Kommunikation wieder besser läuft, ne? Und vor allen Dingen können wir jetzt in dieser Neumondphase aufbauen, Vermögen aufbauen, investieren und ein zukunftssicheres Fundament noch mitschaffen. Überhaupt dieses Gesamtverhältnis so zum Thema Geld, Finanzen ist sehr positiv bestrahlt durch Venus und dann durch Merkur dabei, durch den Jupiter. Also wir können hier auch viele Probleme nochmal lösen im finanziellen Bereich und vor allen Dingen auch die Ideen, die ihr jetzt habt, ja, die Ideen in eine Umsetzung bringen. Und das ist der Monat jetzt dafür und auch jetzt die Phase dafür, um hier sozusagen einen Grundstein oder einen Grundstock zu legen für die Zukunft, ein Fundament aufzubauen und neue Ideen gewinnbringend umzusetzen. Das sind jetzt mal meine Ratschläge für die kommenden Tage, und ich freue mich, wenn ihr dieses Video natürlich liked, kommentiert, damit ganz viele von profitieren können. Herzlichen Dank auch für jeden Abonnent hier auf dem Kanal. Werde Kanalmitglied, dann kannst du in meinen Lives immer zwei Ja-Nein-Fragen stellen, und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.